Eine BNPK-Aufgabe. So, die Frage ist folgende. Die 1 hier, die kommt so häufig. Hat der einen gezinkten Würfel, ja oder nein? Und wir wollen den Würfel nicht aufsägen, sondern 50 Mal testen. Und wenn zu oft die 1 kommt, dann wollen wir ihn teeren und federn. Das gibt es aus dem Comic Lucky Luke. Das in echt jemals passiert ist, keine Ahnung. Wir sind hier im Wilden Westen. Das ist alles nur ein Spiel. Und jetzt ist die erste Frage, was ist zu häufig? Ja, und wir gehen mal davon aus, hätten wir einen normalen Würfel, einen sauberen Würfel, dann hätten wir dünnerer Stift. So, dann hätten wir ja P ist ein Sechstel. Die Wahrscheinlichkeit wäre ungefähr da. Wir wollen es für, wir haben nicht viel Zeit. Wir wollen 50 Mal würfeln und dann erwarten wir, das ist dieser Erwartungswert, E von x ist P mal n ist ein Sechstel mal 50 ist 8, Periode 3. Wir warten so 8 bis 9 Treffer. Das wäre normal. Ja, und wenn es zu viele sind, werden wir, haben wir einen Verdacht. Wir beschließen jetzt so in der Runde, ja, ohne ihn zu fragen, ja, bei k größer gleich 12 wird geteert, gefedert. 8, 9, 10, 11 mal die 1 wäre alles noch okay. Und wenn er 12 oder öfter den 1 hat, teeren, federn. Und jetzt sitzt in der Runde ein Stochastiker und fragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestrafen wir eine unschuldige Person, wenn wir die Grenze auf k größer gleich 12 festlegen? Und das ist so ein klassisches Problem. Und diese Wahrscheinlichkeit lässt sich berechnen. Also wichtig ist in der, also unschuldige Person bedeutet, ich kenne das p. Ja? P ist ein Sechstel. Ich weiß das n, ja, n ist 50 mal. Und k ist eben größer gleich 12. Das ist so dieses BNPK. Und jetzt wird summiert bei diesen Beispielen immer. Das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit p von x größer gleich 12, mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich 12 oder mehr Treffer unter dieser Voraussetzung? Wer diese Summenformel kennt, für die schreibe ich es hin, i gleich 12 bis 50. Wer das nicht kennt, dieses ist nicht schlimm. Ja? b npk, n ist 50, p ist ein Sechstel. Und i ist eben dann von 12 bis 50. Und dieses, das hier bedeutet, wir summieren. Ja? 50, ein Sechstel, 12, 50, ein Sechstel, 13, 50, ein Sechstel, 14. Und das rechnen wir nicht, das gucken wir nach. Und ich erkläre es nachher anhand von einer App und anhand von einer Tabelle. Wer es in der Tabelle nachguckt, findet in der Tabelle aber niemals von 12 bis 50, sondern immer nur von 0 bis 12. Und deswegen muss man da einmal noch umdenken. Also, für die Leute mit der Tabelle, p von x größer gleich 12 ist das gleiche wie 1 minus p von x kleiner gleich 11. Also die Gegenwahrscheinlichkeit. Und das ist 1 minus, und das schreibt man auch gern, also mit Summe oder mit diesem f, ja. 50, ein Sechstel, 11. Und das schaut man jetzt in der Tabelle nach. Aber bevor ich die Tabelle zeige, zeige ich jetzt mal die App. Also das mit der App schaut folgendermaßen aus. Also hier so, das ist die App. Die heißt Probability Distribution, die finde ich super und die empfehle ich. Und wenn man die aufmacht, dann gibt es jede Menge stochastischer Dinge und wir sind ja im Binomialbereich. Und jetzt gebe ich alles ein. Na, so. Und zwar, wir haben hier n ist 50. Die Wahrscheinlichkeit, den ein Sechstel geht nicht, und das ist typisch amerikanisch, da ist ein Punkt statt ein Komma. Ja, also ein Sechstel ist 0,1 Periode 6 und größer gleich 12, da muss ich das hier auswählen. Ich könnte nämlich jetzt hier exakt 12, kleiner gleich 12, größer gleich 12. Das muss ich auswählen und dann bekomme ich die Lösung. Das war's. Also, steht dann da. Moment, hier. Also. Und, ja, hier sehe ich es. Also, da steht die Lösung 0,117, also so zu ungefähr 12% verurteile ich eine unschuldige Person. Und ich sehe also hier sehr schön die Verteilung, wenn der Typ unschuldig ist, also wenn p gleich ein Sechstel ist, dann erwarten wir natürlich hier, das dürfte die 8 sein, genau, 8 oder 9 Treffer ist das Wahrscheinlichste. Und hier sind die 12, ja, 12 Treffer. 12, 13, 14. Also schon unwahrscheinlich, aber durchaus. Also wenn ich eine ganze Klasse würfeln lasse, dann sind ein paar dabei, die das schaffen, so viele Einser zu haben. Genau. Ich habe jetzt hier noch nicht, ich bin nicht beim Test, aber so ein bisschen Ausblick. Der Statistiker, der sich das anguckt, würde sagen, 11% ist zu hoch. Ja, Teeren und Federn.
Das kann passieren. Das ist, also wenn ein Würfel 11, also wenn ein Würfel 12 mal die 1 hat, dann ist es noch keine signifikante Abweichung vom Erwartungswert. Das heißt, den Statistiker interessiert das nicht. Es kann durchaus sein, dass er falsch ist oder, also, das ist nichts Besonderes. Und wenn ich jetzt hier öfter, ich kann hier auch eingeben, das ist schön in der App, hier die 13 eingeben, dann bin ich bei 6%, ist immer noch, kann auch sein, der Statistiker erst, wenn es unter 5% ist, ja. Kleiner gleich 5%, dann ist es eine signifikante Abweichung. Dann ist es spannend. Dann könnten wir diesen Würfel genauer anschauen. Das heißt, in dem Fall, wenn er 14 oder öfter mal die 1 hat. Genau, und jetzt dann noch die Tabelle. Bei der Tabelle ist es wichtig, wir haben. Also das Wichtigste ist summiert, kumulativ, Summenzeichen. Ja, es gibt bei der Tabelle immer die 2. Immer dahin gucken, wo das Summenzeichen ist. Dann hier, das sieht man nicht, da ist die 50. Ja, also n ist 50. Dann sind wir hier auf dem Bereich. P ist ein Sechstel. Und wir suchen ja p von x kleiner gleich 11. Das heißt, das sind wir. Und wir müssen 1 minus, wo habe ich Platz? Ach, einfach dick, dann kann ich, ja, 1 minus 0,8827. Und das ist dann genau die 0,1173, die oben meine Ding schon ausgeworfen hat. Ja, also, wenn ich, das ist auch hier auch was Nettes, 0 mal zu treffen ist unwahrscheinlich, ja, 0 oder 1, ja, auch unwahrscheinlich, ja, hier, da. Von 0 bis 8 Treffer, das ist es hier. Von 0 bis 8 Treffer ist schon über 50%. Von 0 bis 9 Treffer ist 68%. Von, jetzt gehen wir hier so. Von 0 bis 18 Treffer, das ist der Bereich. Ja. Das ist schon bei 99, irgendwas Prozent. Und dann die Gegenwahrscheinlichkeit, mehr als 18 Treffer zu haben, ist extrem unwahrscheinlich. Oder das ist so eine Musteraufgabe. So laufen die oft.